Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und wie ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen gebuddelt, bin dann nachts über hier runtergezogen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren direkt wieder looten. Momentan ist es halt so, wir brauchen Sachen. Ganz dringend. Hier mal schmelzen wir gerade ein. Ich habe, glaube ich, jetzt sogar schon meine ersten Reba-Frames hergestellt. Wir müssen unbedingt irgendwie gucken, entweder ist, dass wir Skillpunkte bekommen oder, na, ich kann nichts mehr skillen, oder die Schematik für den Betonmischer oder für Werkbank oder für alles. Mal gucken. Gehen wir erstmal nach oben und gucken, wo wir looten können. Ah, und hier wollte ich gucken oder zeigen, da haben wir Eisen. Da habe ich auch schon ein bisschen, aber das ist halt echt übel, ne? Puh. Kriegen wir aber auch noch hin. Dann haben wir auf jeden Fall direkt schon Eisen für unsere Schmiede. Und hier habe ich jetzt auch alles, wie gesagt, runtergeräumt. Da ist nichts mehr drinnen. Sehr, sehr cool. Okay, dann gehen wir mal gucken. Wir waren ja letztes Mal im Baumhaus. Und wir können eigentlich den Schatz ausbuddeln heute. Komm, wir fahren jetzt zum Schatz hinter. Und holen uns den. Und lass mal gucken. Ich meine, da steht momentan eine Werkbank. Die kann ich auch benutzen. Nee, komm, wir fahren jetzt schnell dahinter und holen den Schatz. Ja, mal gucken. Aber eigentlich müsste man, ne, schön. Ich habe gerade so ein Mini-Ruckel-Standbild gehabt. Jetzt war ich gerade blöd am gucken. So, da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Absteigen und kaputt klopfen. Komm mal du näher zu mir. Dann kümmern wir uns aber erst um die kranken Schlitten. Die halten ja gar nichts aus. Ja, ich weiß, letztes Mal da bin ich gerannt und hatte Schiss. Ich weiß. Das waren zu viele. Es waren einfach eindeutig viel zu viele. So, sehr schön. Dann gib mir mal die Schaufel. Und wird schnell gebuddelt. Hier irgendwo unter den Bäumen wahrscheinlich, ne? Dann wird gebuddelt. Da ist sie, da ist sie. Sehr schön. Ach ja, die sind ja versperrt. Ich vergesse sie jedes Mal, ne? Pfötchen drücken, dass es aufgeht. So, da ist es offen und puh, ja, ne? Wir haben auf jeden Fall viel Kohle. Viel, viel Kohle war drin. So. Dann wäre der Schatz geschafft. Dann würde ich sagen, wir hauen das Ding aber wieder zu, weil ich weiß jetzt schon, wenn ich irgendwann mal mit dem Bike da drüber bretter, dann lande ich im Loch oder so. Nee. Da habe ich ja keine Lust zu, ne? Okay. Dann haben wir jetzt den Schatz. Wo könnte man jetzt reingehen? Butcher Speed wäre hier. Da könnte man nochmal ein bisschen Fleisch kriegen. Dann, ja, warum Bär denn? In diesem Movie-Ding gibt es, glaube ich, nicht wirklich viel. Das können wir mal wegschmeißen jetzt. Ich glaube, wir gehen dann in Butcher Speed rein. Warte mal, mein Fahrrad. Ich bin so gewohnt, jetzt irgendwie zu Fuß zu laufen, dass ich mein Bike hier vergesse. Eieiei. Wir haben zwar fette Fabriken, aber wir haben gerade neu gestartet. Gebt mir noch 1, 2, 3 Skillpunkte. Ich meine, ich habe jetzt Ausdauer voll geskillt. Vielleicht noch ein bisschen in den Schaden. Ne, damit wir vielleicht entweder sich tu wirklich Knüppelpiet oder Pammelpiet oder wie auch immer das heißt, ein bisschen skillen. Aber ich glaube, wenn da jetzt, ihr habt ja letztens gesehen an der Wanderwarte da, die machen mich sonst fertig. Also wenn da, ne, die 10 Bauarbeiter oder 20 Bauarbeiter am Stück auf mich losrennen, keine Chance. Absolut keine Chance. Bleib mal sitzen, Nase. Komm, ich brauche dein Fleisch. Ich brauche dein Fleisch. Schnell. Das war jetzt wieder zu hoch. Bleib doch sitzen. Komm. Das Weiße über dem Kopf war eigentlich immer... Jawohl, Treffer. So, tipp, hier mitnehmen. Gammelfleisch. Und Futterfleisch.
Ah, wir müssen erstmal gucken. Die Heilung muss stehen, das Essen muss stehen. Und dann kann man sich an die Dinger da wagen. An diese kleinen Fabriken. So, und schmeißen wir aber erstmal die Sachen ins Fahrrad. Und dann können wir schön looten. Ein schöner Plan für uns. Nein. Hatte ich nämlich auch schon Glück, dass ein Buch in dem Ding drin ist. Also Gammelfleisch werden wir da drin wahrscheinlich kriegen. Knochen auch. Machen wir mal die Sachen weg. Und huiuiui, gehen da rein. Und ich hoffe, wir sterben nicht dabei. Gehen wir jetzt einmal außen rumgucken. Wie gesagt, wir müssen halt auch gucken. Ich will hier bauen. Ich muss hier den Zementmixer endlich bekommen, damit wir richtig schön Beton anmischen können. Damit da was vorwärts geht. Eieiei, freue mich da schon. Das ist ein Grill. Ich hatte jetzt gerade gedacht, wenn das ein Zementmischer ist, könnte ja der Plan drin liegen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber ich meine, es ist erst Tag 9. Da kriegen wir schon noch alles hin. Keine Sorge. So, Messing nehme ich jetzt mal nicht mit. Das werde ich später erst bereuen. Das werden wir erst später bereuen. So, dann machen wir mal die Dinger weg. So. Ja, die kommen jetzt von der anderen Seite, ne? Ja, ihr wollt jetzt von oben hier, ne? Ja, 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 ja. Ihr seid mir so ein paar Affen. Und jetzt nur aufpassen, dass die nicht hinter mir sind und mich auch. Komm, steh auf. Steh auf, Freundchen. Okay, der ist Matsch. Der ist Matsch. Gute Frau. Hier. Sie, du kommst nicht hoch, nicht runter. Ich komme nicht richtig hoch. Komm doch da zur Tür. Das wäre viel besser. Ich sag's dir. Ja, ja. Nein. Du sollst zur Tür runterkommen. Du hast nicht mal lange Haare, damit ich hochklettern kann. Okay, hat sich gerade erledigt. Hat sich gerade alles erledigt. Ja, hinten ist die Tür offen. Aber ihr kennt mich. Ihr kennt mich. So. Weiß gar nicht, waren hier Hunde mit drin? Nee, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, ich will rausrennen können. Musik. Macht doch nie so ein Affentheater. Es ist alles schön ruhig. Guck mal, es ist kein Zombie in der Nähe. Ja? Da brauchst du nicht so Hektik machen hier. So, bitte, das ist Kadaver. Nehmen wir mal mit. Warte, warte, warte. Sehr schön. Jetzt muss ich gerade mal was testen. Haben wir noch zwei Kadaver hier rumliegen? Einen? Waren hier auch Zombies? Okay, hier können wir auch raus. Also, ja, ne? Ja. Okay, wir gucken mal. Wir kriegen... von dem kriegen wir gar keins. Von der guten Dame kriegen wir zwei. Zwei. Und von dem da kriegen wir gar kein... Ja gut, es ist auch kein Fleisch mehr dran, ne? Jetzt müsste ich noch mal so eine Frau finden. Also mit dem Messer kriegen wir zwei raus. Ich möchte nur mal wissen, ob man da mehr Gammelfleisch rauskriegt. Mit Messer oder ob das bei den Leichen egal ist. So, du. Mitnehmen, alles mitnehmen. Stuhl ist kostenlos Holz, nehmen auch mit. So, dann mich hier umgucken. Na, Penny, hier, komm her, Mädchen. Komm her. Nee, das ist das Bär, genau. Da muss ich jetzt noch nicht rein. Nee. Was liegt da unten? Was liegt denn da unten? Da ist doch. Liegt da was unten? Jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich gucken. Ach, das ist Beton. Nee, da nicht. Der sieht so aus, als wäre da voll das Loch. Muss ich gleich mal gucken gehen. So, das hier auswählen. So, da geht's raus. Da ist kein Versteck.
Das wäre. Ah, hier, guck mal. Da ist ein Bodenversteckding. Ah, deswegen sah das so aus. Ich glaube, den Boden da, den hätte ich jetzt tatsächlich übersehen. Wenn ich da hinten das Ding nicht gesehen hätte. So, mitnehmen, alles mitnehmen. Nee, gib mir noch schöne Knalls. Warte mal, das ist unser Messer, ne? Ja. So, tauschen wir das mal so rum. Das können wir trinken, schrotten. Jawohl, jawohl. Jetzt macht der schon wieder so komisch Musik. Da war die eine gerade. Eigentlich musste ich ja die Tür auch mitnehmen. Ist auch missing, ne? Eieiei, ist reinste Gefahr hier. So, auch missing Knöpfchen. Und die Tür machen wir aber auch auf. Weil da kommt definitiv was runtergerannt. Uiuiuiui. Ihr wisst ja, ich brauche überall meinen Fluchtweg. Ohne Fluchtweg gehe ich nirgendwo rein. Hat mir, glaube ich, schon öfters den Popo gerettet als, als eine Notfallwaffe. So, dann können wir nämlich einfach direkt abbauen, wenn es jetzt hier gleich rund geht. Ah, guck mal, hier liegt einer. Okay, von dem kriegen wir auch nicht. Ah, da liegt dann nochmal so eine Leiche. Das ist gut zu wissen. Dann sind wir mal hier mal kaputt. Augen auf die Dinger da gerichtet. Ja, komm her. Ja, weil die platzen da jetzt dann auch raus. Nein, nein, warum denn? Es wäre so schön gewesen. Ja gut, dann hüpf halt drüber. Dann hüpf halt drüber. Drei Stück. Zwei. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Wie sind die alle runtergefallen? No, bist du Treppe runterfallen? Oh, das ist aber ein schönes Bildchen hier. Kuscheln an der Treppe, ne? Sehr gut, sehr gut. Dann gucken wir mal. Da kommen bestimmt noch mehr raus. Ich gehe jetzt erstmal gucken. So. Und dann noch ein paar Schläfer rumdingsen. Nö. Da waren aber früher doch viel mehr, oder? So, zwei gab die Frau hier mit Messer. Und zwei gibt sie mit der Axt. Das bedeutet, bei Tieren ist das Knochenmesser ertragreicher. Bei den Leichen ist es pupsiger. Das ist gut zu wissen. Wurde ich nämlich tatsächlich auch schon gefragt. Darum, ich muss doch dann auch alles testen, ne? Ich bin ja dann so neugierig und muss dann auch alles wirklich testen und kontrollieren. Bevor ich dann irgendeinen Käse erzähle. Also wir nehmen das Vierermesser, schrotten das hier und reparieren das hier. Sehr gut. Und ja, die Typis, die ist klar, dass die kein Fleisch geben. Weil die ja gar kein Fleisch mehr an sich dran haben. Mitnehmen, alles mitnehmen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit der Hordennacht machen soll. Ich denke, ihr werdet euch da keine Gedanken machen brauchen. Ganz am Anfang, glaube ich, werde ich die Horden vielleicht wieder doppelt machen. Sprich, Spielstand abspeichern. Einmal im Stream machen. Einmal auf Let's Play, also hier auf YouTube machen. Damit man quasi nichts verpasst. Und ja, und dann später halt irgendwie gucken, dass mal im Stream die Horde ist, mal im Let's Play die Horde, dass es dann abwechselnd ist. Das ist halt dann echt schwer, das irgendwie vernünftig hinzubringen, weil später dann jede Horde immer doppelt machen, könnte schwierig werden. Gerade wenn das dann bei 4 Stunden Stream mitten drinnen ist. Wo sind sie denn? Da ist er. Genau. Muss ich gucken, wie ich es mache, damit ich jedem gerecht werde. Sehr schön. Die halten aber auch gar nicht mehr so viel aus. Also,
Man merkt, dass wir schon ein bisschen geskillt haben, ne? Bier können wir auch wegschmeißen. Schaufel. Ich hätte gern Cobblestone. Und dann sind wir zwar überladen, aber ich brauche Cobblestone. Wir wollen bauen. Wir wollen vorwärts kommen. Trinken, trinken. Kann ich doch selber herstellen, Mensch. Mann. Leere Dose. Dann haben wir hier noch ein Versteck. Jetzt gucke ich gerade mal. Irgendwie kam mir das... Früher hatte ich da irgendwie tatsächlich so ein bisschen Respekt davor, hier reinzugehen. Aber so schlimm ist das Gebäude hier gar nicht. Irgendwie. Tu das mal essen. Tu das mal schrotten. Tu das hier mal saufen. Ah, das sind Hände, ne? Die will ich. Die machen mich doch viel zu langsam. Die verkauft. Ach, pfeif drauf. Pfeif drauf. Wir haben Schatzkarte gelootet. Wir sind reich. So, das. Jetzt lass mich mal gucken. Jetzt könnte man da mehr Taschenplatz reinmachen. Aber es ist halt, die machen einen halt auch langsamer, ne? Minus 6% Beweglichkeit und alles. Eieieiei. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man da hinkrebst und schleicht. So, bitte, war da jetzt was dahinter oder nicht? Jawohl, mitnehmen. Oh, Dosenlachs. Sehr gut. Davon können wir uns wieder Taco-Dingsen bauen. Taco-Taco-Dings. Fisch-Taco. Wieso sind die alle zu? Ich glaube, da gibt es noch was dahinter, oder? Ich merke mir die Häuser nie, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne das zwar, wir waren auch schon oft drin, aber wo genau, wo, was ist, keine Ahnung. Außer in der Fabrik. In der Waffenfabrik. Da weiß ich, wo so die kleinen Verstecke sind. Einmal überladen. Ist nicht schlimm. Mädchen, das ist gar nicht schlimm. Ah ja, genau. Da geht es dann auch noch hoch. In dieses Zimmer, glaube ich. Ne? In diesen Wohnraum. So, Kaffee können wir wegschmeißen. Oh, was will ich denn? Ich will eigentlich alles mitnehmen. Ja, auch ein Stoff und ein Leder will ich jetzt mitnehmen. Ach, herrlich, herrlich. Ein Geier. Gute Nacht. Haben wir noch einen Geier? Bestimmt, ne? Irgendwo ist noch einer. So, den hacke ich jetzt einfach so weg. Nein, was ist jetzt runtergefallen? Also kein Gammelfleisch. Was ist denn runtergefallen? Ich hätte doch alles nehmen können. Komisch. Ach, der Steinpfeil. Ja gut. Der Steinpfeil könnte rausgeplumpst sein. Das könnte sein. Die machen wir auch gleich so weg. Da ist doch bestimmt noch irgendwo einer, oder? Wie viel Fleisch habe ich jetzt aus dem draus bekommen? Auch mal testen. Ich glaube, das waren... Drei, glaube ich. Drei. Schauen wir mal, wie viel wir hier kriegen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ein Fleisch mehr. Naja. Lohnt sich nicht wirklich. Dum, dum, dum. Hüpf hoch, mein Mädchen. Ah ja, da will er. Ja, nee. Uah. Oh Mann, ey. Wieso erschreckst du mich so? Gute Frau. Nein. Oh, ich hasse es. Nicht immer da in so engen Dinger da kämpfen. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Sie brennen und am besten stirb jetzt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Wir gehen nochmal runter und gehen die Treppe. Ich glaube, da gehen wir lieber die... Ach nee, die Treppe wäre ja direkt hier, ne? Stimmt. Dann können wir auch hier bleiben. Einmal reparieren. Warte mal, aus dem Pfeil... aus den Federn können wir eigentlich gleich wieder einen Pfeil basteln. So. Wobei das auch nicht wirklich viel bringt. Weil wir dann trotzdem überladen sind. Medizinisches? Okay. Ist in der Wand drin.
Oh, hab ich hoffentlich Rindfleisch. Bitte, bitte, bitte Rindfleisch. Und, nee, schade. Das Rindfleisch kann man gut für diese guten Gerichte gebrauchen. Oh, bitte, bitte, bitte Rindfleisch. Jawohl! Das heißt, ich könnte, wenn ich mir skillen würde, dann könnte ich die Spaghetti oder so schon herstellen. Chili kann ich leider auch noch nicht herstellen. Mann, oh. Ich will. So, oben war dann der Loot, ne? Wir gehen mal ganz brav jetzt hier heute, ne? Ganz brav gehe ich jetzt mal hier nur die Wege entlang. So, mitnehmen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen was rumlegen, ne? Da, guck mal, Nacktfrosch. Ich hoffe, diese großen Nacktfrosche gibt es auch noch. Und dass die dann auch schon wie die. Oh. Oh. Ich bin doch vollkommen überladen. Okay, beide rennen sie wenigstens nicht. Noch nicht. Ich bin viel zu langsam. Viel zu langsam. Sekündchen, Sekündchen. Ich muss mal kurz leichter werden. Ich muss mal kurz leichter werden. Warte, das können wir lesen. Das können wir schrotten, schrotten. Ei, ei, ei. Ja, kommt ihr mal runter, bitte. Komm einfach mal runter. Warte, kann ich schnell. Es merkt man halt sofort, wenn man überladen ist. Wir müssen echt gucken, dass wir skillen. Alles rein, was geht. Das können wir schrotten, schrotten, wegschmeißen, fressen. Kommt da schon? Kommt da schon? Na gut, schmeißen wir halt den einen Stoff jetzt weg. Essen. Dann gibt es zwar Aua, aber wir sind nicht mehr ganz so dolle überladen. Huiuiuiui. Guter Mann. Einmal hinlegen, bitte. Und einmal sterben, bitte. Das wäre fantastisch. Dankeschön. So, am besten klettere ich jetzt aber hier hoch. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier wieder ewig durch das Ding da durchzurennen. Und da sind wir schon wieder. Auch mit dir. Mutter möchte auch noch hier, ne? Sterben tun. So. Guck, guck. Ich glaube, die hat sie wieder schlafen gelegt. Hallo? Wo ist sie jetzt? Die hat sich bestimmt wieder schlafen gelegt. Die kommt gleich noch runter, Dings jetzt. Ne? Die kommt gleich hier runter. Irgendwo ist sie. Ich bin auf jeden Fall absprungbereit. Kann ja nicht sein, dass die jetzt weg ist hier, oder? Das glaube ich ja jetzt nicht. Wo ist denn die jetzt? Schläft die da oben jetzt? Ich gehe mal nachgucken. Ich gehe mal nachgucken. Sie einmal hier wegmachen. Und dann tun wir uns mal da hochframen. Ich hoffe, das ist hier. Vorsichtig. Ja. Nö. Ach. Einfach futsch. Einfach futsch. Okay. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich hätte die jetzt schon mitgenommen. So ist das ja nicht. Ach, da war ich schon. Sorry, ich bin vergesslich. Und oben war aber nichts mehr, genau. Ha. Interessant, interessant. Sie mitnehmen. Gleich wieder alles vollstopfen. Oh, ein Büchle, ah, ne, Speer. Punktierte Lungen braucht man nicht. Langsamen. Ja, oh, warte, 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 warte. Falls wir mal ins schöne, ne, ins Wintergebiet gehen. Wer weiß, wo es uns noch hin verschlägt. Eine Pistole. Level 30 und jetzt finde ich Pistolen. Seht ihr? Seht ihr? Genau wie ich es gesagt habe. Das war einfach nur, aber das ist jetzt der dritte Spielstand, der um Punkt 30 GS die ersten Waffen rausrückt. Absolut. Ja, schön. Schön gemacht, schön gemacht. Ich denke tatsächlich, dass es dann auch wirklich so ist. Also Game Stage 30 erreichen und man bekommt Waffen.
Dann gucken wir doch mal, was jetzt hier in der Waffenkiste drin ist. Ein 6er Steinspeer und ein Baseballschläger. Okay. Baseballschläger nehmen wir mit. 15 Nahkampfschaden, 23. Ich mag den Speer aber eigentlich gar nicht, ne? Ich mag ihn nicht, aber wir finden... Aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Also jetzt, ganz ehrlich, der Steinspeer, geh mal weg da jetzt bitte. Ich will da hindingsen. Der Steinspeer ist jetzt zwar eine primitive Waffe, aber gleich Qualität 6, das ist schon heftig. So, mitnehmen. Kann ich mal da jetzt bitte hin? Ich will da hin. Das ist gerade ein bisschen blöd hier, ne? Machen wir das da mal weg. Vielleicht komme ich dann da durch. So, bist du jetzt mal langsam weg hier? Kschkscht, weg jetzt. Verzieh dich, Speer. Wenn man was verliert und man will nur kurz schnell, ne? Dann. Komm jetzt. Dankeschön. Endlich ist er weg. So, dahinter ist nämlich noch eine Dingskiste. Mal gucken, was... Eine 6er Donnerbüchse. Ich mag die doch nicht, die Donnerbüchsen. Maismehl, Maismehl. Sonst kommt Glas weg. Nehmen wir sie mal mit. Stahldingsen. Ich überlege noch. Wir trinken die da. Ich glaube, so eine Mod habe ich schon, oder? Warte, wir können ja auch hier die da verändern. Dass wir da verändern, reinschmeißen. Und dann können wir das Zeug mitnehmen. Hihi. Sehr, sehr gut. Und hier mitnehmen. Dreier brauchen wir nicht. Das Ding würde ich mitnehmen eigentlich. Ja, komm, wir können vielleicht bald demnächst Mais selber anpflanzen. Muss ich halt dieses Ding skillen. Völlig überladen sind wir. Aber wir haben es durch. Wir haben ganzen Butcher Pit. Ich weiß gar nicht, warum ich den so schlimm an Erinnerung habe. Keine Ahnung. Können wir unsere Rahmen doch mitnehmen? Ich weiß nicht, warum ich den so schlimm in Erinnerung habe. Ja, hat sich's gelohnt. Ich weiß es nicht. Kann jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall. Ah doch, wir haben Level Up bekommen. Ja, hat sich gelohnt. Haben wir alles und kriegen wir alles. Würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.